Ach. Du bist auch noch da? Hallo. Buhu. Nein, buhu, 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 buhu. Alter, die haben hier alle ziemliche Komplexe. Ich glaube, es ist hier ein Irrenhaus. Und natürlich, da zieht ein Nebulak ein. Damit bloß nicht zu viel Abwechslung kommt. Ha! 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 Oh. Uiuiuiuiuiuiui. Da wechsle ich doch besser. Klappt das? DJ, ich glaube, das wird jetzt dein... Ich glaube, du rockst hier jetzt total durch. Durch den Turm. So. Buh, ich wurde erlöst. So. Dass ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin. Zack. Na, so. Ein Fluchtseil. Gut, das werde ich benutzen. Das, ja. Der DJ wird hier so durchrocken. Die Nebulax können uns alle nicht angreifen, aber wir können sie angreifen. Ooh yeah, baby. Ach, fast. Okay, mit Kung-Fu-Strahl kann sie angreifen. Auf das Spiel habe ich ja auch keinen Bock. Hallo Nebulak. Ach. Der müsste aber eventuell nach einem Schnabel schon tot sein? Ja. So, ein paar Erfahrungspunkte sind immer gut. So, eins hoch. Wie viel Fluchtseil habe ich eigentlich? 3. Okay. So. Ich verfluche dich. Buh. War das hier wirklich das Irrenhaus? Die wollen mich alle verfluchen und machen die ganze Zeit eine Buh. Ja, das wird nicht ganz reichen. Nee. Oh. Konfusstrahl. Natürlich verletzt du dich selber. Oh, ich bin verwirrt. Ich hau mir mal einmal voll selbst in die Rübe. Warum auch nicht? Ich meine, es ist doch ein Spaß für die ganze Familie. So, dann mach wahrscheinlich auch Konfusstrahl. Nee, wird er nicht. So, Level 29, aber... Beach. Was ist passiert? Ja, du wurdest besiegt. Das ist passiert. What? Kann ich irgendwas benutzen? Naja, ich kann ein paar Sachen wegmachen. Das schreit doch so danach. Zurück ins Pokémon Center. So. Gleich heilen und ein paar Items ablegen. Da da da. So, ich werde dann auch mal ein bisschen was verkaufen. Und kaufen. So ein paar Superbälle und so ein Zeug. Ach. So.
Das Nugget einer verkaufen. Huiuiuiui, ich habe aber Kohle. Hypertrank behalte ich. Ja, weg damit. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen kann, aber ehe ich da disqualifiziert werde, verkaufe ich das eher. Ja, so. Und jetzt noch die restlichen Items noch auf den PC packen, die ich nicht brauche. Da, 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 da. So, PC von Ash. So. Das weg. Das darf ich auch nicht benutzen. Ach, verdammt. Total vergessen. Ich bin viel zu sehr davon gewohnt von privaten Spielen, dass ich das einfach benutzen darf und mich damit voll eindecke und alles. Ach. So. Noch DTM. Und Liftöffner kann ich auch wegmachen. Brauche ich auch nicht mehr. So. Ansonsten, ja. Ach ja, ich wollte ja auch noch... Ach, egal, kann ich auch noch nachher noch mal kaufen. So, hier waren wir schon mal. Hier waren wir auch schon mal. Und es kommt kein Nebulak. Oh mein Gott, was ist passiert? Und das Item wollten wir aufheben. Schön. Ach. Hallo Nebulak. Ha, ich hab's gewusst. Ich bin total die Hellseherin und so alles. Ach. Ha, 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 ha. Tja, hättest du wohl gerne. Na. Ah, schon wieder was nicht benutzen darf. Hallo, du da. Lass mich in Ruhe. Nö. Außerdem, du bist auf mich zugegangen und hast mich einfach mal zum Kämpfen herausgefordert. Wieso? Es ist so, als würde eine Frau sagen, ja, fass mich, pack mir den Arsch. Und dann hinterher sagen, ich klage dich an wegen sexueller Belästigung. Das ist genauso sinnvoll. Wer? Was? Wo? Ja. Hast schon gehört. Schnabel. Ach, fast. Ach, ich lass mir dabei immer wieder ins Fäust stehen. Ist immer wieder schön, wenn der Gegner nichts machen kann. Ein Geist! Nein! Ah! Ich bin kein Geist, ich bin ein normaler Mensch. Ich bin ein 10-jähriger Junge, der von zu Hause weggelaufen ist. Das ist doch völlig normal. Da, 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 da. Ach. Nachtnebel funktioniert? Was ist das denn für eine Attacke? Wieso funktioniert Nachtnebel? Ist das keine Geistattacke? Ist das irgendwie Psycho oder so ein Zeug? Also Unlicht kann es ja nicht sein. Egal. So, Schnabel. Ah! Ein KP. Ein verdammtes KP. So, hier oben ist nichts mehr. Außer mehr und mehr Nebulax. Juhu. Einmal schnabuliert und noch nicht gut.
Weißt du was, auf so einen Scheiß lasse ich mich gar nicht ein. Irgendwo hier. Ja, da ist das Heilding. Okay, dann werden wir erstmal. So. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Ash, Puppenmond, geheilt. Okay. Dann können wir jetzt ja hier weiter rocken. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Energie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Ach, cool. Du willst gar nicht kämpfen, aber du willst kämpfen. Gib mir deine Seele. Nein. Das lässt du schon. Ui. Apollo. Geht das überhaupt? Wann entwickelt sich Nidorak eigentlich? Ich hab da keine Ahnung von diesen Pokémon. Ja. Haut aber nicht so doll rein. So. Level 30. Wird doch immer besser. Puh. So, nochmal weiße Magie. So. Hallo, du da. Es gibt kein Entkommen. Die sind hier alle sehr. Ein bisschen. Ich glaube, die sollte man besser einweisen. Ich glaube, das wäre das Beste. Ach, fast. Oh. Nicht das schon wieder. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ah! Haha. Komm schon, komm schon. Oh, fick dich doch. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, geht doch. Oh, meine Güte. Meine Güte, welcher Albtraum, ja. Finde ich auch immer, wenn das Pokémon verwirrt ist. Vor allem, weil es meistens darauf hinausläuft, dass ich mich 20 Mal hintereinander selbst verwirre. Während ich, wenn ich mal den Gegner verwirren sollte, der sofort noch ein, zwei Runden schon wieder entwirrt ist. So, weiße Magie. Von Win. Hallo, du da. Zombies! Wo? Ich finde es immer sehr lustig, wie Leute, so manche Leute sich im Internet sich eine Zombie-Apokalypse wünschen, aber Angst vor Spinnen haben. Wie soll das denn erst gegen Zombies aussehen? Okay. Nidorak entwickelt sich auf Level 25. Gerade nochmal heimlich nachgeguckt. Was? Ja, hast mich schon gehört. Ein Nugget. Wuhu. Hallo, du da. Cheetah. Nidorak entwickelt sich erst auf Level 25. Ach, komm schon, komm schon. Natürlich. Und? Ha! Das ist dein Tod. So. Das war knapp. Das finde ich nicht. Aber gut. Ach, da habe ich ja schon das Item aufgesammelt. Egal. Level 26 ja schon. Fällt mir erst jetzt auf. Aber ein Volltreffer, also alles in Ordnung. Alles Ledger. So, nochmal geheilt. Und wir sehen uns, ja, beim nächsten Mal wieder. Tschüss.